Ich bin Steph, ich sitze hier mit Genetik. Wir sind im Trick-Studio. Erstens, ihr hattet vorher schon ein Interview, aber es war auf jeden Fall ein bisschen Action jetzt. Wir haben gerade über Berlin geredet und ja, das nicht so Multikulti ist. Kurze Frage, wann wart ihr jetzt das letzte Mal in den Staaten? Wir waren im August, Ende August waren wir dort zum Album mischen und mastern in L.A. Man muss natürlich sagen, dass wir dann auch so ein bisschen in der Blase gelebt haben, also nur Hotel und Studio sozusagen, also so viel Infield sozusagen waren wir gar nicht diesmal. Mhm. Aber wir waren im April nochmal da für Coachella und so und da war mehr chillen und ein bisschen Vibe, so rumhängen mit Leuten und so, das war schon nice auf jeden Fall. Was war so die krasseste Performance bei Coachella, weil ich war noch nie da und alle reden immer davon so, ja, aber ich war leider noch nie, also es ist ja mehrere Tage so, was fandet ihr am krassesten, was richtig so prägen geblieben ist? Also erstmal ist es auf jeden Fall das krasseste Festival der Welt. Wow. Also es ist wirklich, also wir kennen nur das, ja, aber du kennst halt alles in Deutschland. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun so. Also alle einfach so mitten in der Wüste, aber alles auf grüner Wiese und Palmen ohne Ende, alle Palmen beleuchtet. Es ist so keine Ahnung wie viele Fußballfelder groß und krasse Acts, so Jamiroquai und Snoop Dogg kommt dann kurz raus und dann hast du The Weeknd und Beyoncé. Beyoncé war komplettes Highlight natürlich. Okay. Und 50, wer war da? Eminem war da und holt einfach 50, Dre und Snoop dann auch nochmal raus. Und also es ist schon dann, also mehr geht nicht, mehr kann man nicht machen. Aber Beyoncé hat alles gefickt. Mann, wirklich komplett. Also das war heftig. Ich habe mir Beyoncé vor ein paar Jahren auf On The Run, bei der ersten On The Run Tour gesehen und da war ich auch schon so, oh mein Gott, das hat alles fertig gemacht, was ich jemals live gesehen habe. Wir waren jetzt nochmal, waren wir in Frankfurt? Ja, waren wir in Frankfurt auch nochmal, Köln, genau. Das war schon heftig. Beehive for life. Ja. Okay, ganz größte, kurz. Größte Künstlerin, sie ist der wahre neue Michael Jackson. Würdet ihr safe sagen so? Komplett. Ja. Komplett. Es gibt Leute, die sagen, sie ist krasser als Michael Jackson. Ja, von mir aus bin ich dabei. Er sagt nein. Doch. Ich habe Michael auch gesehen. Ich nicht. Als ich war natürlich noch super jung, aber so 10 oder so. Und dann gab es eine Show in Luxemburg, das ist nicht weit von uns. Ja. Und durfte ich hin und habe ihn gesehen, wie er mit seinem goldenen Anzug dann gelandet ist aus dem UFO. Und dann mit 2 Stunden Verspätung natürlich ein volles Programm. Und dann kam er aus dem Bühnenboden. Und es war hart, es war krass. War auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Scheiße, das war auf meiner Bucketlist mit Prince, aber ich habe es nie geschafft, weil beide sind tot und so. Ja. Shit. Ich werde jetzt ein paar Sachen vorlesen. Ja. Würden OG Kimo sein? Ja, auf jeden Fall. Direkt. Ist halt schon gesigned, leider. Ja, okay. Aber da hattet ihr dann auch. Warte, ich gehe mal auf die OG Kimo Tweets. Deutschrap braucht mehr OG Kimos. An alle Frauen, geht auf seine Konzerte und lasst euch kleine OG Kimos machen. Ja, nein, das ist cool. wo dann wieder so der Punkt ist, wo wahrscheinlich so Hardcore-Feministinnen sagen würden, so, hey, ihr könnt nicht safe Frauen empowern. Ja, sei denn, sie finden OG Kimo cool. Dann wärst du ja gar nicht so anti. Ja, also ich glaube, die finden den cool. Ich finde ihn cool, aber so, ja, ist auf jeden Fall ein witziges Statement zu sagen, hey, geht mal, spread it mal. Auf jeden Fall, oder? Ja, aber ich meine, so muss man es auch sehen, oder? Also es muss ja nicht immer so verbissen sein, weißt du? Also man muss nicht so das Gefühl haben, man muss nicht immer so deutsch sein. Genau, von allem sich angegriffen fühlen. Ist einfach, ist witzig. Ein paar Leute haben drüber gelacht, ein paar haben nicht drüber gelacht, das war's. Who cares? So. Aber ich fand's auf jeden Fall, da haben wir wieder diese Dualität, ne? Ja, genau. Klar. Das ist immer beides. So, warte mal hier. Young Gods sollte mit Rin Flair Young Horn Musik machen. Ja. So, Young Gods ist bei euch auf dem Label. Nee, nee. Young Gods ist sozusagen eine Kreativ Kollektiv. Company. Ja. Okay. Rin, da war ja auch diese Line mit Division, die fand ich auch relativ gut. Ja. Ich glaube, es war auch bei GOAT, oder? Ja, bei GOAT. Wie geht das? Und ich hatte schon Division wie Rins Label Boss. Hat er seine Kommunikationsskills jetzt ein bisschen verbessert oder ist er immer noch so? Nee, ich habe ja MIA. Ja, auf jeden Fall so. Wir haben. Die Story dazu ist schnell erzählt. Wir haben relativ früh, als die ersten Sachen von ihm draußen waren, gemerkt, dass da einfach mega Talent ist und dass das cool ist und haben das gefeiert und haben ihn irgendwie schnell kontaktiert und wollten uns mal treffen. Das war kann man ziemlich genau eingrenzen, kurz vor der Fuck-Tour, glaube ich. Das kann sein. Und dann haben wir ihm gesagt, komm mal vorbei. Kurz vor den Festivals. Vor den Festivals, genau. Ja. 2016 war das also. Dummerweise haben wir das Elvia, glaube ich, gesagt. Genau, entweder war er vorher schon dran oder er hat es durch uns sozusagen gezwitschert bekommen.
Am Ende ist er dann auch zu Elbe gegangen und so, und ist ja auch völlig in Ordnung so. Aber wir hatten auf jeden Fall Bock, mit ihm zu arbeiten und hatten da schon Pläne, ein eigenes Label zu machen und hätten ihm wahrscheinlich gerne ein Angebot gemacht, auf jeden Fall. Und, aber für ihn läuft ja super. Also, okay. Tip top. Ja, es gab aber diesen Kommentar noch mit diesen Kommunikationsskills. Ja, das war einfach, ich hab ihm danach irgendwann mal noch, wir wollten, glaube ich, schon, war das für Fuck? Ja, wollten wir einen Song machen einfach. Ich glaube, er darf nicht. Fuck, mag sein. Aber wir haben ein paar Mal geschrieben, so, ich habe mit ihm telefoniert einmal so, und dann haben wir nochmal, war auch alles in Ordnung, dann haben wir geschrieben nochmal ein bisschen und dann hat er mir nicht mehr zurückgeschrieben so. Also sage ich einfach, alles cool, so, aber ist nicht nice. All love, so, genau, aber all, kannst genau, auch alles, einfach sagen, so. Genau, alles cool, so, aber sag mir einfach, ja, nein, schreib mir nicht, einfach nicht zurück. So, ist nicht, einfach ganz, auf ganz menschlicher Ebene, nicht, weil wir Genetik sind, sondern so, ich schreib dir, schreib mir zurück, so, ganz einfach. Wenn du mir nicht schreibst, bitch move. Aber ist jetzt auch kein Drama, ich weine dem nicht hinterher. Du bist jetzt nicht so bitter oder so. Nein, so, aber, nein, okay. So, wir hätten gern mit ihm was gearbeitet, so. Nach wie vor glaube ich, dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit wäre, dass da was Cooles entstehen könnte, aber er will nicht, also easy, alles gut. Hm. Ist so. Kein Problem. Hi. Okay. Ja. Und dann, was ich auch öfter sehe, ihr shoutet auf jeden Fall sehr, sehr oft auch Flair aus, so, und wie ist da die Connection zwischen euch? So. Ihr seid ja jetzt in Berlin, könntet ihr euch ja eigentlich. Ja, würden wir, connecten. Aber auch er will nicht irgendwie. Irgendwie auch da ein bisschen schief, glaube ich. So. Wie war das? Er hat uns gepusht, früh schon, DNA und so, okay. immer mal was Positives fallen lassen und so. Und da war aber auch noch viel der Kollege Flair Beef so, und wir waren zu der Zeit einfach, haben wir gesagt, so, wir können jetzt nicht einfach Flair connecten, so, das gehört sich nicht so. Wir waren mit Kollegen auf einem Label und solange die Beef haben, werden wir dann nicht sozusagen aktiv. Und dann hat er, glaube ich, auch den Lena-Song super gut so kommentiert und gepusht auch, so gepostet und so. Da fanden wir auch super natürlich, haben wir uns mega gefreut drüber. Da war aber auch noch diese Problematik mit ihm und Kolle, und wir haben einfach gesagt so, ihr haltet euch einfach raus, erstmal so, ein auf den oder was? Einfach so, weißt du, also, ja, ein Kollege hat das von uns nicht gefordert oder sowas, niemals so, der braucht auch nicht unsere Hilfe, um seine Probleme zu regeln, aber es war einfach so ein Ding für uns, Loyalität sozusagen, wir sind auf einem Label und wir haben Songs schon zusammen gemacht mit Kollege und das Verhältnis war sehr gut, also werden wir einfach dazu jetzt nicht nichts machen sozusagen, nicht einfach so mit Flair irgendwas machen dann. Und deswegen von dem jetzt. Und dann hat sich irgendwann, genau, dann hat sich's aufgelöst. Wir haben mal telefoniert dann vor ein paar Monaten irgendwann. Okay. Das war eigentlich ganz nett. Also war nice, war cool. Ja. Und dann ist es irgendwie, weiß ich nicht genau warum, irgendwie, ich weiß nicht, ob er sich angepisst gefühlt hat von irgendwas, was war, keine Ahnung. Aber irgendwie war es mal so, hat er uns auf Twitter irgendwie was geschrieben oder so. Und dann hat sich so ein bisschen verlaufen, dann war so irgendwie Stimmung ein bisschen negativ. Aber wir hatten jetzt nie eine Beziehung richtig so, dass wir jetzt in krassem Austausch gewesen wären, so, weißt du? Aber ihr hättet Interesse an einer. Wir haben dann natürlich, als wir so gemerkt haben, okay, irgendwie irgendwas so ist, ihr steckt ihn quer, so, ja, keine Ahnung, so, haben wir gesagt, so, dann gerne, so, jetzt auch wenn die Problematik vorbei ist, bekennen wir uns gerne einmal dazu und zeigen unsere Dankbarkeit auch für die Pushes von damals sozusagen, okay, indem wir ihm die Props geben, die er unserer Meinung nach verdient, so, weil dieses Underrated-Ding hat Flair auf jeden Fall auch, so, also dieser ganze Impact, den er für die Szene macht, ist komplett gigantisch und er hat auch ein bisschen dieses, also ich nehme es so wahr auf jeden Fall, dass er gar nicht so genug dass er das eigentlich nicht bekommt. So, deswegen haben wir gesagt, so, der Beef dort ist beendet, so, wir sind frei, sozusagen da nicht mehr loyal sein zu müssen und sagen dann einfach einmal, was wir denken. Deswegen haben wir das gedroppt und einfach unsere ehrliche Meinung dazu gesagt. Ja, vielleicht sieht er das ja dann und meldet sich dann nochmal und sagt, ja, so, hey, Boys. Alles cool. Also von uns aus ist mit jedem alles cool. Ich glaube nicht, dass wir mit irgendjemandem Beef haben. So, hatten wir auch noch nie. Wenn einer mit uns Beef hat, weiß ich nicht, wenig. Aber wir haben mit keinem Beef. All love, Kanye Voice an der Stelle. Ja, also. Ihr habt ja mit Mike Dean gearbeitet. Ja. Wie kann ich mir die Zusammenarbeit von euch mit ihm vorstellen? Naja, wir sind eigentlich fast mit dem fertigen Album dorthin. Und okay. Dann haben wir aber mit ihm noch an ein, zwei Songs, also mit ihm ausgearbeitet. So im Mix entsteht ja dann nochmal hier und da der Part, wo er sagt, will er auch noch was dazu spielen, etc. Okay. Deshalb ist es dann nochmal gewachsen mit ihm. Okay.
Okay. Wie war seine erste Reaktion, als er es gehört hat? Habt ihr es mitbekommen oder habt ihr es vorab geschickt? Super. Also wir haben am Anfang, wir haben ihm schon mal Sachen vorgeschickt gehabt, so damit wir, also du kannst nicht einfach bei Mike Dean anrufen und sagen so, also ich gebe dir Geld und will das Album mischen, hast du Zeit, so, dann macht's nur, wenn er's fühlt. So. Also ich meine, kannst du angucken, was er gemacht hat 2018. Also hat sozusagen The Carters, ne, also On The Run sozusagen gemacht, Travis gemacht, Kanye gemacht und Kid Cudi und alles Nas gemacht. Also alles, was 2018 irgendwie groß war, ist bei ihm einmal durch die Finger gegangen und Frank Ocean hat er gemacht davor und so weiter. Also Beyoncé hat er gemacht, hat er Lemonade gemacht oder nur das davor? Also Migos gemacht. Also alles, also wenn du 2018, 2017 Rap hören willst, Ami-Rap musst, kannst du nicht hören, wenn du nicht Mike Dean hören willst, sozusagen. Und wir hatten aber Glück, weil wir einen guten Kontakt hatten, der uns, die sind schon lange befreundet und gesagt hat, ich zeig's ihm auf jeden Fall so und hat direkt gesagt, so cool, finde ich gut, machen wir. Und dann sind wir hin und haben einfach dann 10 Tage ungefähr zusammen das Album fertig gemacht, sozusagen. Ja. Wenn er jetzt sozusagen gesagt hat, ey, ich will da noch was reinschieben, ich will da noch was dran ändern, so wie. Das war anders. Und wir haben eigentlich, es gab 2, 3 Nummern, wo wir gesagt haben, da könnte noch was sein. So, wir haben die Produktion bis ans Ende gebracht, sozusagen das Album so weit gebracht, wie wir konnten. Hm. Und haben dann bei 2, 3 Nummern gedacht, da könnte vielleicht noch was sein. Ja. Und wenn irgendjemand dann noch was machen könnte, haben wir halt, deswegen sind wir ja zu Mike, haben wir gedacht, wenn, dann könnte er das machen. Weil wir natürlich, also Fans von ihm sind komplett und wissen, was er kann und welchen Sound er prägt, sozusagen. Und haben gedacht, da könnte er vielleicht was machen und dann ist es auch so gewesen, dass er genau bei den Nummern einfach noch was gemacht hat. Okay, ihr hattet im Backspin-Podcast gesagt, dass ihr nie den Sound so hattet, wie ihr ihn wirklich wolltet und dass es jetzt das allererste Mal ist. Auf jeden Fall. Genau. Woran glaubt ihr, lag das? An Deutschland. Doch, ja. Okay. Liegt an dem deutschen Mix. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach das ganze deutsche Denken, so, ist auch die deutsche Musik. Deshalb toucht uns das selten so. Okay. Es ist halt diese strenge, zu strenge Herangehensweise. So haben wir auch gesehen, Mike macht das halt komplett intuitiv. So, da gibt es diese Regeln nicht. Er macht einfach, bis es cool ist und dann ist gut. Ich glaube, ihr habt das beschrieben als deutscher Filter. Es gibt, pass auf, es gibt unter Produzenten gibt es so ein, habe ich auch gelernt, erst kürzlich, aber. So, wenn so International Producer Sounds durchgehen und Songs durchgehen, dann gibt es so ein geflügeltes Wort, dass man sagt, yeah, it's good, but it sounds too German. Das heißt, es ist zu glatt, es ist zu gut, es ist zu sauber. Zu sehr so Ingenieur. Es ist zu, eigentlich zu, also zu perfekt, es ist zu richtig. Ja, ja. Zu richtig ist eigentlich die Übersetzung davon. Das wird dann nicht mehr edgy. So, das heißt, wir haben mit den Mixern, mit denen wir vorher gearbeitet haben, ist überhaupt kein Disrespekt, im Gegenteil, die haben mit uns zusammen das komplett so weit gebracht, wie wir es zusammen machen konnten. Ja. Aber uns hat immer dieser Ami-Input auf diesem Level gefehlt. Wobei man jetzt auch sagen muss, nicht alle Ami-Sachen klingen so. Ne? Also Mike ist natürlich schon so Weltspitze. Hm. So, und dann gibt es noch eine Handvoll oder zwei, die das vielleicht ähnlich hinkriegen. Aber dann ist es auch so, dass die, also dann wird es auch bei denen die Luft dünn sozusagen. Man kann jetzt nicht irgendwo in Amerika hingehen und erwarten, dass dir jeder es gut macht, so direkt. Auch da geht es natürlich um Skill am Ende. Wie war das dann im Abmischen? Was war denn so seine Schritte? Ja? Also laut ist auf jeden Fall eine Maxime. So, laut ist wichtig. Also es muss so laut sein, wie es nur irgendwie geht. Kurz vorm Distorten. So. Oder manchmal auch drüber sogar. Also laut ist auf jeden Fall wichtig. Laut, 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 laut. Okay. Auch für ihn so, das ist auch so für ihn eine Maxime. Aber wir wollten das auch unbedingt einfach, dass das Album so laut wird, wie es nur geht. Ist es auf jeden Fall geworden so. Also keine Platte von uns ist lauter als diese. Es lag jetzt hauptsächlich am Abmischen und Mastern, dass ihr nie das so hinbekommen habt, wie ihr wolltet. Oder würdest du auch sagen, so dein Skill-Level als Produzent hat sich auch krass zu dem Punkt jetzt entwickelt, wo natürlich du alles machen kannst, was du willst. Wobei ich sage, wir sind eigentlich immer schon der Level, nur jetzt, also mit Leuten wie Mike ist es einfacher, das umzusetzen. Weißt du? Ja. Gerade im Mix. Das Mix macht halt extrem viel aus. Hört man an den alten Platten so. Ändert einiges. Also eigentlich alles. Okay, was würdest du sagen, mit welcher bist du am wenigsten zufrieden vom Mix her? Boah, schwer zu sagen. Das würde ich
kann ich jetzt nicht sagen. Die sind alle, also die sind alle gut. Okay, die sind alle gut. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das ist scheiße, das ist super. Mhm. Aber es fehlt das. Genau. Das eine Ding fehlt. So, und die letzten 2-3% sind immer am schwersten zu kriegen. Aber die sind so viel wert wie die 98 davor nochmal, weißt du? Hm. Deswegen ist das schon nochmal ein Unterschied, einfach auf jeden Fall. Und für dich beim Schreiben jetzt im Prozess, die Texte zu schreiben und so, wie würdest du sagen, hast du dich weiterentwickelt im Vergleich zu, sagen wir mal, nicht euer erstes, aber euer zweites Projekt, also jetzt DNA. Fühltest du das erste DNA? Okay, also ich sag, ich kann es nicht so 100% sagen, was es ist, aber für mich war extrem wichtig, auf alles, was einfach nur Füller sind, zu verzichten. Okay. Also viele Lines, so, die du so schreibst, also du hast schon am Ende manchmal sowas im Kopf, wo du hin willst, und dann machst du zwischendrin manchmal irgendwas. Also ich glaube, dass auf dem Album extrem wenig Material ist, was irgendwie dient, um zu reimen oder um zu füllen, sondern es ist einfach so möglichst viel Punches. Also ich glaube, es sind viel mehr Punches auf Yala als auf den Alben davor. Okay. Und dann ist auf jeden Fall Flow und Laidbackness eine Sache, die wichtig geworden ist so für mich. Und die ist auf jeden Fall jetzt viel, das handle ich jetzt auf jeden Fall viel besser als vorher. Also für mich ist auch wichtig tatsächlich immer, also mich nicht in diese, wie soll ich sagen, im Deutschrap gibt es einen Deutschrap-Flow auf jeden Fall, den so Bushido geprägt hat, sage ich mal, und den so jeder rappt und mit dem ich auch angefangen habe sozusagen zu rappen. Aber das ist nicht mehr das, so wie ich das jetzt fühle und höre. Deswegen schreibe ich jetzt auf jeden Fall anders. Ich bin jetzt kein Technik-Freak am Ende. Es geht viel um Gefühl, ehrlich gesagt. Also es muss viben. Das ist auf jeden Fall wichtiger geworden für mich, dass ich einfach das Feeling habe. Und dann inhaltlich ist, glaube ich, einfach im Moment viel wirklich... Also es ist sehr real geworden, sage ich mal. Noch ehrlicher vielleicht als vorher, weil viel Mindset-Talk, viel Sex ist drin, viel... Wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen freier als vorher. Vielleicht habe ich mir beim letzten Album mehr Gedanken drüber gemacht, ohne es zu wollen, so, aber vielleicht war das ein bisschen verkopfter. Yala ist auf jeden Fall viel mehr so einfach so raus. Also für mich, als ich es gehört habe, und das ist ja so ein typisches Ami-Wort, für mich gab es halt massiv viele Quotables. So, ne? Man redet ja immer von den Quotables, so, was sind die Dinger, was sind die Lines, die richtig krass hängen bleiben. Und das hatte ich halt zum Beispiel jetzt, ich glaube, es war auf Gold, zu viele Diamanten in meiner Rolex und schwere Zeiten. Und ich war so, bruh, oh mein Gott. Das sind schwere Zeiten. Ich war direkt so, oh shit. So, ne? Es gab so ganz viele Stellen, wo ich auf jeden Fall direkt so, okay, das ist quotable. Ne? Genau. Also davon redet man jetzt nicht so oft im Deutschrap, habe ich das Gefühl. Ja, ich wüsste auch nicht, wie man das übersetzt eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, das ist vielleicht das, was ich mit Punches meine. So. Also es ist auf jeden Fall key, so, dass... Key Moments würde ich das nennen. Key Moments. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall... Wäre jetzt aber auch gerade nicht deutsch, aber... Egal, hier. Aber das war wichtig für mich sozusagen, das möglichst... so in einer Line so immer zu konzentrieren und natürlich trotzdem möglichst viele. Also ich glaube, mit Quotables triffst du schon ganz gut. So, davon gibt es, glaube ich, auf jeden Fall eine Menge so beim Durchhören. Ich freue mich auch selber immer drüber. So, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, ich war nie besser als auf Yala. Mit Abstand, ehrlich gesagt, glaube ich. Mit viel Abstand. Ich glaube, es ist viel besser geschrieben als alle Alben davor, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich vorher nicht gut gewesen wäre. Ich sag mal, auf Diamant gibt's auf Fuck gibt's Songs wie Diamant, wo ich sage, ich weiß, dass das auf Deutsch absolut komplette Spitze ist. Also, dass es wenige Rapper gibt, die einen Song so schreiben können in Deutschland, das weiß ich. Aber trotzdem hat das eine, wie soll ich sagen, es ist so eine strengere Erzählung sozusagen gewesen auf Fuck. Und Yala ist viel mehr so Collage. So von allem überall einfach rein, ganz bunt gemischt und dann wird es irgendwie... am Ende so ein nices, so eine nice Orgie irgendwie, also, die dann da so passiert und dann macht es auf jeden Fall viel Spaß, glaube ich. Es ist nie schwer so, auf Yala ist immer so, es wird immer, wenn irgendwas da ist, wo man sagt, okay, jetzt kommt hier mal viel Input, dann wird es in der nächsten Line direkt wieder aufgelockert, so, weißt du? Das ist, glaube ich, das, was es so spaßig macht, so beim Hören. Kurze Frage, ihr habt jetzt nicht, weil ganz viele arbeiten ja so, voll viele Tracks gemacht und dann einfach gecuttet am Ende, nee, sondern ihr habt einfach nur einen nach dem anderen. Wir arbeiten eigentlich, wir haben nie so Überschuss. Ja. So ist immer sehr, sehr konzentriert. Weil wir oft, es gibt so mehrere Filterstufen, wo wir dann immer... Ich glaube, wir sortieren einfach vorher aus. Genau. So, wenn es scheiße klingt, ist es weg. Ja.
mal eine Nummer vielleicht zwischendurch, wo wir erst nach dem Aufnehmen sagen, okay, die schaffst nicht aufs Album, aber das kannst du an einer Hand abzählen, wie viele das in einem Jahr sind. So. Wir arbeiten nur an den Sachen, wo wir wissen, das wird fürs Album sein. Wir gehen zu tief rein in die einzelnen. Du hast, weißt du, durch diese Collagenarbeit ist es ja auch so, dass ein Song oft mehrere Songs sind. Genau. Ja. Also wenn du zum Beispiel sowas hast wie Wake Up oder sowas, so der zweite Song auf dem Album. Wake Up, das Bitch ist hässlich ohne Make-up. Genau. Ey. Das sind ja komplett zwei Songs eigentlich, die das sind, weißt du? Du hast ja 3 Minuten den einen Song und dann kommen 3 Minuten ein ganz anderer Song, der damit eigentlich nichts zu tun hat, aber nochmal so innerhalb des Ganzen so eine neue Welt aufmacht. Also eigentlich sind das ja 2 Songs sozusagen, aber wir machen es dann halt, wir haben es halt dann in einen gepackt. Ist nur eine Anspielstation, aber du hast 6,5 Minuten Musik. Du sagst die ganze Zeit Yalla, aber relativ schnell. Wie sag ich das richtig? Yalla, Yalla. Yalla, wie Hala? Yalla. Wie YOLO, du sagst ja auch nicht YOLO. Sei denn, du sagst YOLO. 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 Yalla. You always live again, wa? Ja. Ey, ganz kurz dazu, ja. You always live again. Das motiviert ja, also ich, bei YOLO ist ja so, you only live once, mach einfach. Genau. Und bei Yalla ist ja auch irgendwie, mach einfach. Mach einfach, aber genau. Hat das nicht auch was mit Karma zu tun? Und dann ist wieder so, mach nicht einfach, weil dein Karma könnte schlecht sein und dann wirst du als Regenwurm geboren. Pass auf, die Idee ist die gleich. Als Regenwurm. Ich habe auch Regenbogen verstanden. Okay. Nee, Regenbogen. Nein, aber Regenbogen wäre geil. Aber. Ja. Pass auf, das, ehrlich gesagt ist sozusagen die Message ist eigentlich die gleiche. Nur der Hinterbau sozusagen, der Überbau ist ein anderer. Okay. Weil YOLO ist, wie du sagst, you only live once, also scheiß drauf. Yeah. Die Message bei Yalla ist das gleiche, du lebst immer wieder, also scheiß auch drauf, der Kreislauf ist sowieso ewig. Das heißt, es ist nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Bremse sein soll. Im Gegenteil, soll dich eher frei machen. Aber bei YOLO ist es natürlich so, dass du sagst, also das hat sozusagen weniger, da hat man weniger Gedanken sich drum gemacht und bei Yalla ist es so, dass man sozusagen einmal die Runde gedreht hat, weil so die ganze Philosophie mit drin steckt. Dieses ganze hinduistisch-buddhistische sozusagen steckt da ja mit drin und steckt auch im Album drin. Nur halt nicht in die Fresse, sondern eingebettet zwischen Lines über Geld und Pussys. So, und dann zwischendrin gibt's irgendwie sozusagen Wisdom Dropping, wenn du so willst, oder einfach eine Weltanschauung von uns, die dann dazwischen reinkommt, aber so, dass du irgendwie Bock hast, das wieder zu hören, weil eben danach immer es nochmal kurz um Gold Chains und Maseratis auch geht, weißt du? Ja, weil halt nicht in your face conscious shit, so, genau, sondern so undercover. Fall, ja. So. Aber ganz genau, gut. Undercover conscious so auf undercover jeden Fall. Undercover conscious, ja, genau. Ey. Aber Karma spielt doch da auch eine große Rolle eigentlich, oder? Im Hinduismus auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Natürlich, das ist was so eine Rolle spielt. Ich sag, es wird... Es kommt auf das You an, was eigentlich gemeint ist. So, wir meinen ja eigentlich nicht das You, die Person, sondern das, was immer weiterlebt. Also... Das, was jetzt zum Beispiel gerade dein Herz schlagen lässt, weißt du, ich meine, das You, das lebt immer weiter. Erklär mir You ganz kurz. Ey, das was ich bin, genau. Ich als Person. Okay. Aber nicht die Geschichte von dir so oder was so sozial aus dir geworden ist sozusagen, sondern das, was die meine Energy. Seele, deine Schöne meine Energy. Ach so, ja. Okay. Also okay. Ja, genau, sozusagen das Rohmaterial, genau. Aus dem alle sind sozusagen, genau. Ah. Und das lebt sowieso immer wieder. Genau. Okay, und bei diesem Gedankengang, ich habe durch den MIA-Track, ja, genau, hatte ich ein paar Sachen gelesen irgendwie und dann hatte, ich glaube, sie gesagt oder irgendjemand in einem Interview gesagt, so ja, das wäre alles fresh, wenn halt Karma nicht wäre, weil Karma's a bitch as we know. So, ja. Hattet ihr schon mal so Instant-Karma-Momente, wo ihr einfach das, was ihr in die Welt rausgerufen habt, sind hart zurückkam? Also, das Ding ist, ich kann es nicht direkt beantworten, weil ich eine Sache dazu sagen muss, die für das Verständnis, also wir verstehen es ein bisschen anders, okay, glaube ich, weil Karma oft so gesehen wird, dass es sozusagen irgendwie in Europa in Form von einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Right. Genau, aber eigentlich ist es, wird's anders verstanden, da wo es herkommt. Das heißt eigentlich nur, das was du tust, ist das, was dir passiert. Das hat nichts mit ausgleichender Gerechtigkeit zu tun. Es geht einen Schritt vorher. Es geht nicht um die Konsequenz, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, dass die Dinge, die man tut oder die Dinge, die einem widerfahren, das trennt man ja oft so. Also das ist eine Handlung, die ich selber vollziehe und das ist eine Handlung, die mir widerfährt. Ja? Also dagegen kann ich was machen und dagegen kann ich nichts machen. So, okay, beim Atmen zum Beispiel. Da wird klar, dass es aber gar nicht so leicht zu trennen ist. Weil du kannst zwar jetzt deinen Atem anhalten, wenn du aber schlafen gehst nachher, atmest du trotzdem weiter. Ist es also etwas, das du tust
oder wirst du geatmet? Genau, das ist eine entscheidende Frage. Wer atmet? Machst du ja nicht. Machst du nicht. Don't hit me with the deep shit. So, ja, also, genau. Ich habe mir noch nie so Gedanken über meinen, also wer atmet, also gemacht, genau. So, weil ich mich noch nicht so krass... Aber das ist ehrlich gesagt am Ende, um für das sozusagen, was hat am Ende zu Yala geführt und zu so einem Titel und zu einer Einbettung in das Ganze, das sind genau diese Art von Gedanken, die auch, deswegen sage ich ja nicht straight conscious, sondern undercover conscious, die eben eingebettet zwischen diesen anderen Sachen auch immer stattfinden, weil das sind genau die Fragen, um die es für uns sozusagen dabei auch geht. Das heißt, die Frage Karma, gibt's Instant Karma? Es geht um was anderes. Es geht darum, du vergiftest dir, wenn dann selber deine Gedanken, indem du in so einem Mechanismus drin bist, zu denken, wie wir hier alle erzogen sind zu denken. Ich glaube, dass es eine sehr schädliche Art und Weise ist und dass die meisten Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben, daher kommen, weil in der Schule dir Mathe und Deutsch beigebracht wird, aber dir niemand beibringt, wie man richtig denkt, beziehungsweise weniger denkt und mehr fühlt und atmet. Ja, ja, genau. Also mehr, wie man mehr zu sich findet. Das heißt, viel weniger Persönlichkeitsentwicklung, weil die ganze, alles entwickelt sich, aber es geht bei dem, sozusagen beim Fokus auf den Fortschritt, geht es immer nur um die Technik. Aber es geht nie um den Menschen. Der entwickelt sich nämlich nicht mit, der wird nicht mitentwickelt. Also neues iPhone gibt es jedes Jahr, aber neues Mindset verklickert dir keiner. Das heißt, wie kriegst du aber ein Mindset, mit dem du das alles mitmachen kannst, mit dem du glücklich wirst, so, das ist das, worüber niemand redet. Das ist, du wirst darauf trainiert zu funktionieren, nicht darauf glücklich zu sein. Das ist ein großes Problem, so, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach. Wie seid ihr, Größte. Wie habt ihr denn dieses neue Mindset gefunden? Weil ich sehe euch auf Twitter und wir kommen nochmal nachher zu eurem Twitter-Feed, der wavy ist auf jeden Fall. Ich sehe immer wieder Videos von Sadhguru. Ja, auch zum Beispiel. Auch, also da hatte ich ein paar gesehen bei euch. Ja. Wie seid ihr überhaupt jetzt auf diese New Wave dieser Consciousness gekommen? Boah. Wann hat es denn angefangen? Keine Ahnung. Irgendwie hat man... Also ich kann sagen, dass für mich ist die Antwort einfacher, weil Sick mich drauf gebracht hat sozusagen. Keine Ahnung, Alter. Ist irgendwie zu mir gekommen. Schwer zu erklären. So einfach so auf YouTube, ein paar Sachen Ja, geguckt, genau. So wie man halt anfängt, sich für irgendwas zu interessieren und dann... Auf jeden Fall. Irgendwann ist man tief drin. Ja. Krass, und jetzt hat es euch alle so beeinflusst. Alle? Okay. Also nicht nur euch beide, sondern auch die ganze alle. Crew? Auf jeden Fall, ja. Das breitet sich aus, auf jeden Fall. Und das ist auch für uns, sag ich mal, es gibt ja kein Rezept, so, wir sagen ja nicht, so und so wird es gemacht. Mhm. Es geht nur darum, die Leute zu ermutigen, sich von Sachen zu befreien. Wir wollen gar nichts Neues jemandem erklären oder so. Es geht nur darum, wenn man sich von den Sachen befreit, die auf einem drauf sind, sozusagen, dann kommt man von selber dahin. Du kannst es sowieso niemandem beibringen. Das ist was jeder für sich selber finden muss, sozusagen, diese Welle, auf der er reiten will. Weißt du, du kannst niemandem beibringen, zu surfen. Du kannst nur sagen, weißt du was, geh doch einfach jeden Tag surfen. Hol doch einfach dein Board und geh jeden Tag surfen. Geh jeden Tag surfen. Du kannst dich nicht mit ihm aufs Brett stellen und sagen, so wird gesurft. Du kannst nur einfach jeden Tag versuchen zu surfen. Das ist eigentlich nur die Ermutigung, die am Ende dahinter steckt. Meditiert ihr? Ja. Klar. Jeden Tag? Wir versuchen jeden Tag, ja. Morgens, abends, so wie stelle ich mir das vor? Morgens. Habt ihr so Matten oder so? Morgens ist super. Nee, ja. So Yoga ist auch krass für sowas. Yoga. For real, ja, so ja. Wirklich ja. Jetzt, ohne Spaß. Ja, ich mag ja auch Yoga, aber... Ja, ist super. Ich mache das halt nicht so mit diesem Bewusstsein, sondern ich mache ja dieses Sportding, so wisst ihr, was ich meine, so für Rücken und so. Ja. Das Ding ist, Meditieren, alle denken so, auch das ist natürlich so ein Irrtum, sag ich mal, weil die Leute sich damit nicht viel auseinandersetzen. Du musst im Schneidersitz irgendwo sitzen und dann da dich in irgendeine gewisse Position begeben und sowas. Kann hilfreich sein, aber alles, was man mit Hingabe macht und wo man seine Gedanken kurz verliert, ist Meditation. Das heißt, Musik machen, wenn du bist komplett drin, ist Meditation. Gartenarbeit machen. So, wenn du das willst, Bonsais schneiden, bis sie perfekt sind, ist Meditation. Fußball spielen, überhaupt Sport machen. Wenn du einfach nur, so jeder, der laufen geht, kennt das. Oder auch wenn, so, wenn du eine Stunde kicken gehst, so, dann weißt du nicht mehr, wo du warst die letzte. Du warst nur auf dem Platz. Also du warst wirklich so, du warst nur dort, weißt du? Und deine Gedanken waren einfach eine Stunde lang weg. Und jeder, wie gesagt, so der joggen geht, der weiß das auch. Du läufst 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Irgendwann kommst du in den Tunnel und läufst einfach immer weiter. So. Und das passiert ja jedem ständig, auch egal wo. Das kann dir am Fließband passieren. So, irgendwann gibt es so Momente, wo du einfach weg bist. Und dann bist du drin sozusagen. Und da passiert einfach ganz viel, so, was extrem gesund ist, glaube ich.
Und das, wie gesagt, dafür muss man nicht im Schneidersitz sitzen. Man braucht nur so ein bisschen Bewusstsein dafür und dann kommt es von selber zu einem. Bei, hier, fünf, Marlene. Ja. Genau. Als ich diesen Track das erste Mal gehört habe, No Hate, hatet mich nicht dafür, musste ich direkt an Good Morning von Kanye denken, ein bisschen. Null Hate ist doch, also, cool. Viel besser. Ich liebe Kanye, aber so wisst ihr, Kanye ist gerade nicht in Good Graces mit allen, deswegen ja. Ich will nicht so Dings. Ich verstehe es nicht ganz, okay. Ehrlich gesagt, aber. Was verstehst du nicht? Dass er nicht Leute in Good Graces ist. Ach so, ich dachte, ja. Du meinst jetzt den Song. Aber ich verstehe die Good Morning-Assoziation nicht so ganz, aber es ist cool, dass du es so hörst. Ich höre also, da, also, wir sind inspiriert extrem von Kanye, braucht man ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Wir arbeiten ja nicht umsonst mit seinen Produzenten zusammen. Komplett. Auch. Klar, ne? Aber klar. Good Morning, okay. Ja, ist cool. Von Graduation, wisst ihr noch, mit dem Teddybär, wo er so rennt und er so zur Schule kommen muss. Ja, und klar, über Song. Für mich ist es auch nicht der Song, aber es hat eine Kanye-eske irgendwie. Auf jeden Fall, ja, das steckt drin so. Groß geworden, deshalb. Aber warum ist unser Held, Mann. Warum verstehst du... Dass aktuell nicht, dass es so viel Dings, eher so polarisierend ist. Doch, ich verstehe es natürlich schon. Mir ist klar, warum die Leute so reagieren, wie sie reagieren, aber ich finde es schade, dass alle auf die gleiche Art und Weise reagieren und dass selbst die Künstler, die sozusagen eigentlich ja selber sozusagen in dieser Rolle sich befinden, dass es da so wenige gibt, die versuchen auch, das ein bisschen aufzulockern oder das ein bisschen nachzuvollziehen, worum es ihm eigentlich geht, weil ich glaube, dass es gar nicht so krass schlimm ist, wie das auch hochgekocht wird. So, ich glaube, dass da auch viel missverstanden wird und das meine ich ja genauso. Die Leute reagieren auch in den USA mit einem gewissen Mindset, mit einer gewissen Art zu denken. Also Kanye macht gerade viel dafür, um das aufzusprengen. Das heißt nicht, dass er inhaltlich mit allem Recht hat, aber in der Form ist es so, dass er gerade der Einzige ist, der überhaupt andere Konzepte ausprobiert. Und das muss man erstmal als, kann man erstmal als Bereicherung annehmen in meiner Welt, gerade als Künstler, weil du als Künstler nicht dafür da bist, um politisch korrekt zu sein. Das machen Politiker, sind politisch korrekt und andere. Aber es muss ja auch die Stimmen in der Gesellschaft geben, die reißen und zerren und Sachen auf die Probe stellen und provozieren, um über Sachen in Gespräche zu kommen. Und dann muss man dankbar sein, wenn jemand wie Kanye das macht. Und am Ende ist es so, dass, glaube ich, seine Absicht merkt man ihm doch krass an, dass er es geht kommt. Ihm um Liebe. Ja. So, selbst wenn er dann Fehler da drin macht, kann man ja über die Fehler reden. Man muss das ja nicht alles bedingungslos wegfeuern, nur weil er yay ist. Bin ich dabei, kein Problem. Niemand muss einfach ihm jetzt blind folgen. Aber ich finde es krass, dass alle so reaktionär, einfach wie so ein Reflex, das darfst du nicht sagen. Das hat er nicht gesagt. Aber sich damit gar nicht weiter auseinandersetzen. Uns passiert das in letzter Zeit auch mit vielen Dingen, weil wenn man sich frei macht und nicht immer nur das macht, was alle von einem erwarten, dann passiert das einfach, dass die Leute davon so schockiert sind sozusagen. Bei was jetzt zum Beispiel explizit? So diese ganze Face-Sitting-Dings oder was jetzt ja, genau? Ja, wobei das ja harmlos ist, so, das ist ja mehr Fun. So, weißt du? Das ist ja Fun-Talk, wenn wir sagen, so Sinn des Lebens. Auf Yala geht es um den Sinn des Lebens und Face-Sitting. Ist ein bisschen so, aber passiert ja auch wirklich. Und am Ende hat es auch viel miteinander zu tun, weil Sex ein wunderbarer und absolut zentraler Bestandteil vom Leben auf diesem Planeten ist, der allerzentralste. Aber klar, so die Leute reagieren erstmal, wenn man Sachen sagt, wo sie sagen, so, das kann man doch nicht zusammenbringen. Oder so, wenn wir sagen, wir reden über Feminismus sozusagen und dann aber über Sex oder machen einen Song wie Bitches, das geht für die Leute erstmal gar nicht zusammen. So, okay. Aber eigentlich könnte man, glaube ich, wenn man einen Moment sich Zeit nimmt, verstehen, dass es doch zusammenpassen kann unter Umständen. Also ich glaube, diese Dualität, ich glaube, da gab es ein Zitat von dir, das fand ich super, aus dem Backspin-Podcast. Ich stehe auf innere Werte und geile Titten. Ich will beides. Wir sind keine Mönche, wir wollen Ficken und Geld. Das war auf jeden Fall. Hab ich das gesagt? Ja. Hört sich auf jeden Fall nach dir an. Ich glaube, das war Nico. Nee. Und Kevin war es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, der wird sowas nicht sagen. Doch, der war es. Nee, sehe ich genauso. Aber das ist genau, wie du sagst, Dualität. Darum geht's ja. Man braucht nicht nur conscious zu sein oder nur Money und Hoes und sowas. Weißt du, was ich meine? Sondern jeder von uns lebt ja in ganz vielen Welten. So. Ja. Und die Problematik ist oft so,
Ist doch geil, Kontraste sind doch cool. Ja. Also. Ja, aber es ist, ich glaube, es wird halt vor allen Dingen bei so Themen wie Feminismus, glaube ich, wird es halt immer so schwierig. Klar, wisst ihr, was ich meine? So, weil natürlich. Das ist halt sehr komplex. Und dann zum Beispiel jetzt, ihr habt gesagt, so, ihr wollt nur noch Interviews machen mit Frauen. Und genau. Beim nächsten Projekt, ich glaube, auch nur noch Features mit weiblichen Künstlern. Genau. Ja, ehrlich. Habe ich einfach geschrieben, ja. Cool. Also okay, bist du der Gatekeeper des Twitter-Accounts? Nee, beide. So, also, okay. Also ab und zu lese ich auch was so einfach, also stehe ich morgens auf und dann sehe ich, Sick hat losgelegt heute Nacht und hat 1000 Sachen gepostet und umgekehrt auch mal so. Wir sprechen jetzt nicht alles ab, so manche Sachen machen wir auch zusammen, aber auf jeden Fall nur wir zwei, ja. Okay, und wir haben Twitter komplett vernachlässigt immer, obwohl es eigentlich für Genetik das perfekte Medium ist, so auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht vorher gecheckt haben. Mann, ich liebe euer Twitter-Feed. Also ich habe auch schon ganz viel ausgedruckt, wo ich auf jeden Fall ein paar Fragen habe. So, ja, einfach so seit 3 Monaten barfuß oder was? Oder? So, irgendwie so, das ist ja eher das wiederum. War ich, ja. Ja, also okay, aber ganz kurz nochmal zu dieser Sache. Ihr habt gesagt, ihr wollt nur noch Interviews mit Frauen machen. Genau. Okay. Und dann ging es darum, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt genau ausgesprochen hat, aber es ging darum... Nico. Nein, Mann, du kannst nicht immer sagen, Nico hat es gesagt, so, ey. Aber es ging darum, also so wie ich verstanden habe, weil, um nochmal Frauen zu unterstützen oder um das Feminine, also das Emotionale irgendwie so, das war irgendwie... Ja, also eigentlich, ehrlich gesagt, wir haben einfach gemerkt, ganz normal so, dass wir haben einfach überlegt, so, okay, was machen wir, Promo, Album, mit wem wollen wir über unser Album reden? Ja. Und dann geht man die Liste durch und dann sind das einfach nur Typen immer. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, ist einfach nicht geil, so, warum? Sondern es gibt Female Energy ist wichtig und bringt vielleicht hier und da einen anderen Twist, eine andere Sichtweise, bereichert. Und dann haben wir gesagt, so, dann müssen wir auf jeden Fall einfach auch mehr mit Frauen über das Album reden und uns selber damit auch auseinandersetzen. Nicht immer nur so Typen unter sich, die dann über Hip-Hop reden, wir sind geil und haben dicke Ketten und Karren und so, weißt du? Deswegen ist es eigentlich für uns so, dass wir gesagt haben, wir bereichern uns dadurch, wenn wir uns austauschen mit Frauen über die Platte. Das war jetzt gar nicht so krass, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt die Quote erfüllen sozusagen. Aber wir haben gedacht... Das war auch kein Witz in dem Moment, ehrlich gesagt. Ja. Aber das... Nee, ich glaube auch nicht, dass ein Witz ist. Ich meine, ich sitze ja hier mit euch. Aber das Ding ist, erst war ich so, okay, geil, krass, ja, straight up so. Ja. Und dann war ich so, okay, warte mal. Will ich die Möglichkeit haben, euch zu interviewen, weil ich eine gute Interviewerin bin? Genau. Oder weil ich eine Frau bin? Genau. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich. Und dann war ich wieder so... Deswegen sage ich... Okay, das war dann wieder irgendwie schwierig für mich, so weil... Verstehe ich total, aber deswegen sage ich ja, es geht nicht um Quote. Mhm. So, wenn jetzt keine Frau da gewesen wäre, wo wir gesagt haben, mit der ist bestimmt nice, ein Interview zu machen, dann hätten wir es ja auch nicht gemacht, so. Mhm. Wir haben nur gesagt, wir haben vorher gesagt, zum Beispiel, wir machen nur ein Video-Interview. Und dann haben wir Aria getroffen auf dem auf dem Frauenfeld, so. Und haben gesagt, okay, komm, lass machen, war gerade guter Vibe, so, lass uns das machen fürs Album und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber irgendwie ist es einfach schade, wenn das am Ende wieder so wird wie immer. Und genau, so damals war Vis-a-vis immer noch da auch und hat ein Format gehabt. So, und jetzt bist du da und hast ein Format und wir wollten es gern mit dir treffen und darüber sprechen. Einfach um zu hören, ob es einen Unterschied macht. Denkst du, dass für dich jetzt, weil... Du bist Papa jetzt. Ja. Wie alt ist deine Tochter, wenn ich fragen darf? 14 Monate. Puh. Wow. Ja. Krass, okay. Was machen die denn dann jetzt? Seht ihr, wenn meine Augen funkeln? Läuft sie schon? Ja. Okay. Dann wahrscheinlich kann sie auch ein bisschen reden. Und fängt gerade an, ja. Ja, nice. Okay, also ganz kurz. Denkst du, eine Tochter zu bekommen, hat auch nochmal so dein Bild auf das alles sehr verändert? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also es ist zwar ein bisschen schade, dass das passieren muss sozusagen, aber es hat auf jeden Fall viel bei mir bewegt, auf jeden Fall. Das und die Beyoncé-Show auf dem Coachella, um ehrlich zu sein. Was? Ja, Mann. Okay. Weil das war wirklich außergewöhnlich, ihre Show einfach. Also neuer Maßstab, das war wirklich MJ-esque, was sie da abgezogen hat auf dem Coachella. War das mit der Marching Band? Ja, ja, okay. Ja. Also das war komplett... Also ich habe sowas noch nie gesehen, außer, wie gesagt, damals bei Michael hatte ich das gleiche Gefühl, aber alle anderen Acts, die da waren, The Weeknd, der hat gewirkt wie so eine Jutz-Band. Wirklich, kein Spaß, das war ein Weltenunterschied. Das war, weißt du, was ich meine, das war wirklich, und die Energy, die sie auf der Bühne hatte, die habe ich noch nie so gefühlt. Und auch bei On The Run, als sie und Jay dann in Köln waren zum Beispiel, Mann, sie pustet ihn weg. Ja, Jay ist ein King, komplett. Aber neben ihr verblasst er fast, weißt du? Und das ist einfach
eine unfassbare so Female Energy. Und die Art, so, dann, ich habe dann auch viel mehr angefangen, noch mich mit, so, wir haben das vorher auch schon gehört, aber viel mehr mit ihrer Musik und ihren Texten und so zu beschäftigen. Und das ist einfach krass und ich fühle das. Ich fühle dieses Empowerment, was sie da so gibt. So, ich fühle das komplett. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr die Augen dafür geöffnet, wie ich will, dass meine Tochter groß wird. Okay. Nämlich so eine starke, selbstbewusste Amazone sozusagen, die alles kriegt, was sie will. Dazu gehören natürlich auch so, dass... Jetzt bin ich Italiener, also mein Vater, und die Südländer haben ja gerne noch mehr als die Nordeuropäer eine sehr so machistische Art, also so ein Frauenbild, ne? Mhm. Und wollen so die Mädchen gerne einsperren ein bisschen und so kein, die darf gar keinen Freund haben und die darf eigentlich auch keinen Sex haben und am liebsten ist sie so eine Nonne im Kloster und so, ne? Mhm. Und ich hatte das auch so in mir drin. Dass ich so diese Eifersucht sozusagen hatte und dieses so, das ist meine Tochter, so, ich weiß, die gehört mir. Und eigentlich ist das ein total dummes Männerdenken, so, was man auch nur denkt, das geht wieder da auch um Freimachen, von diesen Mustern zu denken. So, wer bin ich, dass ich das Recht habe, ihre Dimension der Sexualität zu limitieren, bevor sie überhaupt groß ist, indem ich daran denke, dass ich sie auf eine gewisse Art und Weise erziehen will und ihr sage, sie ist nur eine gute Tochter für mich, wenn sie irgendwie keinen Sex hat, bis sie aus dem Haus ist oder verheiratet ist oder irgendwie sowas, verstehst du? Das heißt, für mich ist es schon so, dass ich dann, wäre mir damals noch schwerer gefallen, aber ich will, dass meine Tochter eine starke Frau wird mit eigener Sexualität und selbstbestimmt ist und alles haben kann, was sie will und sich das nehmen kann und ja, so, dass sie keine Nachteile dadurch hat, dass sie eine Frau ist. Und deswegen hat das auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht über Sex rappen können. Das kann ja trotzdem auch, wie soll ich sagen, das gehört ja trotzdem dazu. So. Ich habe ja auch meine Sexualität als Mann. Was mich überrascht hatte, jetzt die ersten zwei Tracks, die rausgehauen hat, war Goat und hier Magic. Ja. Ja. Und als ich es mir dann angehört habe, war ich dann so, wow, okay, aber es sind auf jeden Fall einige Tracks dabei, die auch singletauglich gewesen wären. So, warum habt ihr euch für die zwei entschieden? Weil zum Beispiel mein Favorite, 5 AM, ja, ist meiner Meinung nach straight up Hit, so, ja, absolut radiotauglich, absolut auch einfach nur zum Chillen. Also nicht, ja, dass ich jetzt daran den Standard messe, dass es radiotauglich ist, ja, aber es ist halt alles. Ja. So, warum habt ihr euch für Goat und Magic entschieden? War ja so ein Mood, ne? Auf jeden Fall, Goat. Ja. Das war sehr früh. Ja, Goat haben wir rausgehauen, bevor das Album fertig war. So, das war einer der ersten, die fertig waren. Wir haben direkt gesagt, so, der muss raus. So, das ist gerade der Vibe, den wir haben. So, wir haben es alle komplett abgefeiert und gesagt, so, der muss jetzt einfach raus. Wir haben viel intuitiv entschieden bei dem Album. Okay. Und Magic, sage ich, ist natürlich eine Nummer, wo am meisten so das rauskommt, so, was wir eigentlich gerade auch so verkörpern wollen. So dieses... Genau das, was passiert, wenn man eben sich ein bisschen tiefer mit manchen Sachen beschäftigt und so, dann kann eben genau die Magic passieren. Das ist so das Genetikmomentum sozusagen, was für uns einfach uns immer wieder zum Musikmachen bringt, diese Magic sozusagen. Ja. Und als der Song dann da war und haben wir gesagt, so, lass uns den auch einfach raushauen. So. Also es war alles ein bisschen spontan. Wir haben aber eh vor, viel zu releasen noch, ja, viele Videos zu drehen, vielleicht sogar zu allen Songs vom Album. Auch im Nachgang so. Wir hatten jetzt nicht so den Druck, auf die erste Woche zu gehen, sondern wir haben uns Zeit genommen und werden jetzt im Nachgang auf jeden Fall noch viel releasen. Das ist jetzt, wenn ihr dann am Donnerstag rauskommt damit, dann ist gestern noch ein Video gekommen. In der Release-Woche kommt auf jeden Fall, also noch im Monat Oktober kommt auf jeden Fall noch ein Video. Das war jetzt zu Bitches, ne? Bitches ist der dritte Clip, der dann kommt, ja. Wie oft sagst du da Bitches eigentlich? 180 Mal. Ah, was? Oh mein Gott. Krass, das ist so dieser Twerk-Track. Ich habe auch gemerkt, ich bin so zu Hause, ich höre das so, das direkt fängst du so an, du willst so twerken. Ja. Fand ich auch geil auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Banger so. Okay, und du sagst wie oft, Bitches? 180 Mal, glaube ich. Also insgesamt im ganzen Track in der Hook? Nur in der Hook, glaube ich, nur in den Hooks. Und wenn man es im Part mitzählt, dann sage ich, glaube ich, nicht so oft. Ich glaube, 2-3 Mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da dann extra drauf verzichtet. Ich weiß, das wäre zu viel. Ja, genau. Die 181 wäre zu fast. Ich glaube, jeder Endreim auf Bitches ist fast ein Anglizismus. Ja? Ich glaube, auf Bitches ist es extrem, ja. Ich merke es auch selber nicht mehr, weil es für mich relativ halt cool, normal ist, weil es einfach float so. Aber ich glaube, Bitches kriegst du fast übersetzt sozusagen, auch wenn du kein Deutsch kannst. Ich glaube, das kriegst du fast
zusammengereimt. So. Wie krass. Guck mal, du fängst an, Riding of the Wave nach New York. Also Riding Wave New York, hast du ja schon die erste Line drin, auch wenn du, also wenn du kein Deutsch kannst, dann hast du ja schon verstanden, was es ist. Young Gods auf dem Boot, auch das versteht man. Also weißt du, das heißt, du hast schon direkt die ersten zwei Lines sind schon so, dass es eigentlich fast Englisch ist. Also Young Gods auf dem Boot, riding off the wave nach New York. Manchmal bin ich higher als der Lord. Wenn ihr 9-11 sagt, meine ich mein Porsche. Also auch da 9-11, Porsche, auch das versteht man schon, was die, worauf die Line eigentlich hinausläuft, so weißt du? Wie krass findet ihr es eigentlich, dass man früher Moneyboy fast gelyncht hat für sowas eigentlich? Das ist total absurd, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, ist es. Ich sag, der Impact, den Moneyboy gehabt hat und die Bereicherung für die Szene ist enorm. Mhm. Ich bin selber in die Falle getappt am Anfang. So Wieso? Ganz am Anfang, als er da war. Ja, da habe ich auch nicht... Bei Dreh den Swag auf oder was? Ja, ja, so da war ich auch noch raus. Das habe ich nicht, verstanden, ehrlich gesagt. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht so auf dem Film. Aber dann... mittlerweile sage ich, wie heißt das? Monte Carlo ist der Song, gell? Monte Carlo. Das ist ein Killer. Ist besser als 90% aller Deutschrap-Songs, die rausgekommen sind. Wann war das letztes Jahr? 2017, ja. Ja, so, das war einer noch der, älter. Das war einer der krassesten 2018. Songs des Jahres. 2018. Ja, dann ist er trotzdem auch dieses Jahr. Okay, jetzt kommt Yala dann nicht mehr, aber. aber okay. Krass, auf jeden Fall. Mega Impact und extreme Bereicherung für die deutsche Szene und alle, die ihm nachgefolgt sind. Killer. Vor allen Dingen, ich denke mir dann immer so, ich weiß noch, früher, er war auch der Erste, der seine Videos auf Worldstar released hat. Ja. Das wissen ja viele nicht. Ja. Die denken ja immer, dass Jizzes so der Erste war, der das gemacht hat. Aber eigentlich, es war Moneyboy. Nein, nein, man muss ihm komplett Credit geben für ganz viel, auf jeden Fall. Ja, aber warum, und guck mal, wie nerdy und behindert ich bin. Ich war auf Worldstar und habe Genetik eingegeben. Ja. In der Hoffnung, dass ich da ein paar von neuen Videos finde. So, ja. Warum versucht, weil genau wie du gesagt hast, die Amis können ja das verstehen. Der Vibe ist ja auf jeden Fall auf einem Level, den die Amis auch fühlen. So. Ja. Habt ihr jemals mit dem Gedanken gespielt, selber da irgendwie mal auf Worldstar was zu releasen? Wir haben andere Pläne, um das zu machen. Ich glaube, die kriegen das auch so mit, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Und es gibt andere, wie gesagt, es gibt noch eine... Das ist noch ein bisschen früh, um jetzt darüber zu reden, aber es gibt auf jeden Fall noch zwei, drei andere, also nicht nur Pläne, sondern wir haben zwei, drei Eisen im Feuer sozusagen, die für uns das auf eine andere Art und Weise machen sollen sozusagen. Und da wird man sehen, was davon sich ergibt, wie es passiert. Für Yala jetzt oder allgemein für die Zukunft? Für alles, was jetzt in den nächsten Monaten passiert sozusagen, ja. Ihr seid ja auch so eine, wie ich verstanden habe, irgendwie so, ihr habt ja mit diesen ganzen Travis-Leuten da auch zu tun gehabt durch Splash, ne? Wie ist eigentlich diese Connection passiert? Weil das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Welches Splash war das überhaupt? Das war Splash 16, 17? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß 17 haben wir gar nicht gespielt. Doch, das war Splash 17, oder? Nee, das war 16. Dann 16, ja. Ja. Keine Ahnung, wir haben die ASAP und die Travis-Leute... Wir haben vor ASAP gespielt. Genau, wir haben vor ASAP gespielt und Travis haben wir irgendwie mittags oder so kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, das war mittags, genau, so zufällig Backstage. Was heißt zufällig? So der Anthony Brown, unser Soundmensch. Ja, aber nicht bei Travis. Ah nee, das war bei den ASAP-Jungs, genau. Er hat die ASAP-Jungs kurz rübergebracht so. Und dann haben wir uns in der Folge ein paar Mal getroffen und ein bisschen rumproduziert und so ein paar Sachen gemacht. Und Travis war nur kurz, dann eigentlich ganz lange nix. Und dann haben wir jetzt zu Yala, eigentlich mehr zufällig fast schon, gesagt so, ey, lass einfach nochmal die Jungs anrufen. Und dann ist auch so der Mike Dean-Kontakt sozusagen zustande gekommen, weil die sich sehr gut kennen. Okay. Ja, genau. Aha. Weil die zusammen groß geworden sind. Aber was heißt groß geworden? Das ist ein Altersunterschied, aber kommen auch aus Houston und so. Und man kennt sich dann dort und die sind sehr eng miteinander. Und die haben uns dann auch überhaupt die Möglichkeit, also die Option zur Verfügung gestellt, da hinzukommen überhaupt. Weil du, wie gesagt, so kommst sonst nicht hin. Ja, ihr hattet ja mal getweetet, dass man nicht mehr für Ami-Features bezahlen soll. Ja. So, ne? Was ich auch verstehe, vom Grundsatz her finde ich super. Allerdings, okay, sie sollen für deutsche Features zahlen. Das ist ja auch nur eine Aussage, einfach mal, um zu zeigen, man muss... Anders denken. Genau. Es geht nicht immer um das, was wir dann in dem Moment sagen, weißt du? Das ist nicht immer die Antwort auf alle Fragen. Es ist nicht immer genau diese Idee. Aber es geht darum, das mal aufzubrechen. So, warum ich, also ich persönlich, wenn jemand anderes das macht, ist ja kein Problem, kann ja jeder sein Business handeln, wie er möchte. Okay. Aber so, wir sehen keinen Sinn darin, das zu machen. So, das für, für den Song zu bezahlen und dann hast du die Kollabo und im Regelfall ergibt sich daraus auch nichts weiteres. Das interessiert keinen dort, ne?
Genau, und so in USA interessiert es dann sowieso keinen. Also die, also wenn sie, vielleicht, wenn sie das Ding sehr feiern, promoten sie es auch in den USA. Aber ich glaube, das ist selten passiert bisher, wenn so Kollabos stattgefunden haben. Mhm. Und dann sehe ich, den Sinn nicht. Weil warum soll ich 50.000 für ein Feature ausgeben? So? Die Amis verkaufen hier nicht krass. So, ich hol mit einem Part von, weiß ich nicht, keine Ahnung, Young Thug, hole ich keine 50.000 rein. Gut, aber ein 6ix9ine jetzt zum Beispiel, glaube ich, pusht kann auch gerade ja. sehr viel. Ne? Mag sein, aber ich weiß ja nicht, was es gekostet hat. Kann ja auch sein, ist ja auch cool. Ich habe damit kein Problem. Ich sage ja nicht, jeder muss es so machen. Mhm. Ich sage nur, für uns ist es so, dass wir für uns selber gesagt haben, so, wir werden für Army-Features nicht zahlen. Und entweder wir machen es, weil die auch wirklich Bock drauf haben und sich was Ernsthaftes sozusagen irgendwie daraus ergibt, dass man sagt, okay, wir haben Bock zusammen was zu erschaffen oder nicht. Aber dann ist auch okay so. Aber ich sehe nicht den Sinn, für uns es zu kaufen. Für uns macht es einfach keinen Sinn. Ja, okay, ich denke, es ist immer sowieso sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man dann die Situation hat, okay, der Track wird rübergeschickt, dann kommen irgendwelche Bars, die mit nichts zu tun haben, was eigentlich auf dem Track gesagt wird, und dann ist wieder so, okay, guck mal, ich habe jetzt das und das also Feature. Nicht, also ist ja cool, so, 6ix9ine war ja hier, hat dann ja mit Gringo, glaube ich, einen Song gemacht und mit Farid und so. Ja, und aber auch, ich weiß nicht, ob Videos sie dafür bezahlt gedreht. Haben. Keine das Ahnung, weiß kann ich ja nicht, auch sein. Deswegen kann ich das auch nicht. Genau, aber ist ja auch deren Sache. So, wenn das für die nice ist und funktioniert, so ist ja okay. Ja. Aber für uns gilt es halt, dass wir es nicht machen werden. So. Also wir werden, von uns kriegt niemand kein Army Geld, mit dem wir arbeiten. So. Umgekehrt sagen wir aber auch, die müssen es uns ja auch nicht bezahlen. Also wenn die jetzt mit uns arbeiten und wollen Produktion von uns, was im Moment der Fall ist, dann sagen wir auch nicht so, ihr müsst uns das jetzt bezahlen. So. Ja, ich Moment, also für seine Beats müssen die doch schon rechnen und so. Also, das oder? Ist was anderes, aber es gibt eine andere Währung, ehrlich gesagt, weißt du? Also ich lasse mich lieber in Energy bezahlen als in Geld. So, weil Geld haben wir gerade, ist da, ist okay, ich brauche nicht mehr Geld. So. Klar, mehr Geld ist immer nice, aber ist jetzt nicht das, was für uns cool ist. Für uns ist was anderes wichtig. Ich will Energy. Und für mich ist nicht, wenn ich ein paar drüber geschossen kriege, so habe ich keine Energy davon. So, ich will arbeiten, ich will im Studio sein, ich will Musik machen. Und Sick genauso. Und wir wollen was erschaffen, was größer ist als das, was wir bisher gemacht haben. Und dafür brauche ich von dem, der mitarbeitet, Commitment und Energy. Und das kriege ich nicht mit Geld. Ich kann mir Energy nicht kaufen. Ich kriege die Energy, das ist wie Liebe kaufen. So, das kann ich nicht kaufen. Also entweder kriege ich's, also ich werde geliebt, so, wir kriegen die Energy, weil jemand sich mit uns verbinden will, oder ich kriege sie nicht. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich jemandem meine Energy geben will, will ich dafür nicht bezahlt werden. Ich erwarte dafür keine Gegenleistung. Wenn ich Fan bin oder wenn ich das einfach machen will, weil ich sage, da entsteht was draus, so, dann gebe ich meine Energy dafür. Und dann braucht mir niemand Geld dafür zu geben. Kann er sowieso nicht bezahlen. Niemand kann meine Energy bezahlen. Ist unbezahlbar. Ich glaube nicht daran, dass man das kaufen kann. Klar, natürlich nicht. Aber jetzt zum Beispiel als Fan kann man zeigen, hey, ich liebe das, was ihr hier kreiert habt, so sehr, genau, dass ich es mir kaufe oder auf streame oder so. Und daran kann man es ja dann doch irgendwie 100. Ich will jetzt nicht sagen, daran erkennt man, wie sehr eure Fans euch lieben oder so, aber man kann halt sehen, so wie involviert, invested die sind in das neue Projekt. Auf jeden Fall, wir sind ja auch auf dieser Ebene sozusagen total dankbar dafür. So, da ist es ja auch so, dass wir das machen, also erstmal für uns, ehrlich gesagt, so, was wir als Vision haben, und dann am Ende ist uns, je mehr wir das teilen können sozusagen, wir müssen natürlich auch davon leben und wollen weiter Musik machen und immer mehr machen und ich glaube, niemand investiert so viel Geld in Musik wie wir. Also bei Mike zu mischen war King, aber du kannst nicht, also wir werden auch nicht darüber reden, aber das hat nichts mit deutschen Kosten zu tun für das, was man hier bezahlt. Ne? Also das ist natürlich auch klar. Also das heißt, wir geben viel mehr Geld für unsere Musik aus als viele andere. Okay. Also weißt du, was ich meine? So die viel, viel Geld von unserem Vorschuss fließt ins Album. So, wir produzieren ein Album für eine 250.000 insgesamt mit allem drum und dran. Nur Musik. Jetzt mal nur Musik, weißt du? Hm. So, dafür machen alle anderen noch Videos und 1000 andere Sachen oder machen sich den, oder der Vorschuss ist größer, so. Wir stecken so viel wie es geht in die Mucke und in die Live-Show und so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, und vielleicht liege ich da auch falsch, dass ihr so ein bisschen der Underdog seid, so in der Szene hier. Würde ich jetzt so sagen, von meiner Description. So, ne? Die, wo ich sage, I'm rooting for you guys. Ja. Aber ihr seid irgendwie der Underdog gewesen bis jetzt. Und ich glaube, also mein Gefühl, von diesem Album her, würde ich sagen, dass das nicht mehr so wahrgenommen wird.
Also ist jetzt nur mein Gefühl. Auf jeden Fall kann sein, dass das so passiert. Ich sag dieses underrated sozusagen, diesen Effekt gibt's bei uns. Underdog. Ja, aber auch dieses, also irgendwie ist es oft, also ich habe es jetzt glaube ich in die letzten Male auch schon gesagt, so, weil wir jedes Mal darauf angesprochen werden, das ist eigentlich nicht so entscheidend. Man macht das natürlich trotzdem auch mal gerne, weil es zu Rap einfach dazugehört. So. Aber wir sind mit, also DNA und 8er Tag Gold, Fuck ist auf bei über 80.000 Einheiten, wird auch bald Gold sein. Wir haben 2 Gold-Singles auf den anderen Alben so und so, wir haben immer extrem gut verkauft und sind sozusagen, unsere Fans haben uns immer sehr weit getragen und extrem supported. Trotzdem ist es oft so, dass wir so, keine Ahnung, so, wenn es so diese Reviews gibt, Jahresreviews zum Beispiel, yeah, 2017, und es geht so um Kollabos des Jahres, yeah, dann ist so Genetik Lena, darüber wird nicht geredet. So in keinem Jahresrückblick, wenn es so um die Kategorie Kollabo des Jahres geht, egal welche, wird auch Kategorie, nur nie zum Beispiel erwähnt, dass es diese Kollabo gab, wo mir jeder sagen kann, okay, das, ich habe den Song nicht gemocht, weil ich es nicht fühle, ist ja okay, kein Problem. Aber du kannst ja nicht, wenn Genetik und Lena einen Song machen, so tun, als ob das nicht stattgefunden hätte. Und da, es wird nicht, nicht mal in der Szene darüber geredet. Oder wenn es darum geht, bester Producer Deutschlands. So Sick wird nicht mal erwähnt. In so, aber er macht Goldalben am Stück und Goldsingles alleine, nicht in Produktionsteams oder irgendwie sowas. Und ist als einziger Produzent oder einer von ganz wenigen so fokussiert sozusagen mit einem Act und ist ein eigener Act, anders als andere Produzenten, die da, ja, und da arbeiten, ja, und so weiter. Und es findet nicht statt. So, es wird nicht darüber geredet, so, dass das überhaupt eine Kategorie ist, in der das erwähnt wird oder so. Oder überhaupt, ich glaube, Fuck, so in keinem Jahresrückblick 2017, also weder 2016 noch 2017 war Fuck überhaupt so als Album rezensiert. So. Wir haben 80.000 Einheiten getickt. Weißt du? Das heißt, diesen Effekt gibt's oft bei uns einfach, weil wir natürlich nicht die gleichen Mechanismen oft bedienen wie der Rest der Szene. So. Ist jetzt gar nicht extra oder so, aber weil wir einfach ein bisschen anders funktionieren und unser Social Media anders funktioniert und so. Und man Genetik eher manchmal ein bisschen suchen gehen muss, sozusagen, wenn man es haben will und uns nicht immer so präsentiert bekommt, sozusagen, weil wir eben keine, im Moment so, wie die Playlisten im Moment sind, nicht krass in den Playlisten laufen einfach, weißt du? Am Ende wird es aber so sein, dass wir uns einen Grammy abholen werden und in Deutschland nicht mal irgendeinen Mini-Award für irgendwas sozusagen bekommen haben, was kein Drama ist. Ich brauche das nicht für mich, dass ich das habe oder so, wir für uns. Aber es zeigt einfach nur, dass es so manchmal ein Missverhältnis gibt einfach. Wie gesagt, es ist kein Drama, aber wenn du mich danach fragst, dann sage ich dir meine ehrliche Meinung so. Und wir sind auf jeden Fall underrated sozusagen. Oder dieses Underdog-Ding irgendwie ist auf jeden Fall ein bisschen da. Habt ihr euch über so Sales-Projections Gedanken, so dass ihr vorab so sagt, was ihr ungefähr glaubt, dass ihr verkaufen werdet? Oder redet ihr meistens nicht darüber? Was machen die Amis ja immer, die sagen dann so, oh, first week sales projection oder first sales projections for Dings sollen 50.000 sein oder so bei Academics und dann gucken, nee, die, was ich glaub, passiert. Ich glaube, wir haben uns auch davon sehr frei gemacht, einfach ehrlich, ja, gesagt, ja. Okay. Also es gibt kein, also das einzige Commitment ist das Album. So, und das, was dann passiert, passiert. Und das wird kommen. So, wir machen uns keine Gedanken. Wir haben nie schnell den größten Hype gehabt. So. Wir haben immer lange gebraucht. So. Aber DNA ist, glaube ich, nach 2 Jahren erst Gold gegangen und hat dann 100.000 Einheiten verkauft. Das hättest du nicht projecten können, sozusagen. Bei 8er Tag ähnlich, bei Fuck auch. Die Sachen arbeiten sehr lange für uns. So, wo es bei anderen vielleicht mehr um die erste Woche geht, erste Verkaufswoche. Und die verkaufen da 80-90% ihrer Einheiten so. Wir verkaufen vielleicht 20-30% unserer Einheiten in der ersten Woche und der Rest kommt dann im Nachgang sehr oft bei uns so. Ich glaube, es war auch in dem Podcast, hattet ihr gesagt, dass ihr euren Hype sehr früh bekommen habt, eigentlich, ja, durch das Selfmade-Signing. Ihr habt ja jetzt OTW. Genau. Aber da gab es noch andere, da waren die Mechanismen noch anders. Das heißt, Streaming war vor 5 Jahren, als DNA kam, nicht das, was, ja, es jetzt ist. Okay, ja. So. Und deswegen waren die Zahlen anders und so weiter. Ja. Also auch zum Beispiel Liebst oder Lass es wäre mit den damaligen Zahlen eigentlich Platin als Single. Okay. Dann haben die ja zwischendurch wieder mal die Sachen geändert. Dann ist es jetzt sozusagen nur eine Gold-Single.
und so weiter. Deswegen, es ist auch nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. So. Ist nice to have auf jeden Fall, so. Das ist ja nichts Schlechtes. So. Aber es ist jetzt nicht so der Fokus für uns. Und nicht mehr. Am Anfang will man sich das unbedingt mal abholen, aber jetzt haben wir schon ein paar und jetzt sind andere Sachen wichtiger. All Love mit Genetik hier in Berlin im Trick Studio. Wollt ihr nochmal was zu euren Fans sagen? Ihr habt, glaube ich, alle schon eure Boxen. Gibt auf jeden Fall auch noch ein paar in den Läden. Kommt auf Tour, das ist das Allerwichtigste. Wird Killer. Wir freuen uns. Wir waren lange nicht auf der Bühne, sind sehr heiß auf die Shows. Also holt euch auf jeden Fall Tickets. Am 4. November geht's los. Beeilt euch ein bisschen. Zürich ist ausverkauft schon und 2, 3, 4, 5 andere auch kurz davor. Also haltet euch ran und dann sehen wir uns auf Tour. Yala. Yala. Alright, cool.